Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Rift. Ja, wir sind wieder in einer epischen Schlacht hier, die wir zuspielen können. Wir, das heißt, ja, Skill ist dabei. Hi. Atromix. Heyo. Und der kleine dicke Bledig. Ich bin nicht klein. Aber dick. Dick, ne? Das beschreite ich nicht. Ja, ja, Mahlzeit. Mein Name ist Atabu, steht da hier, wo mein Ausgang gerade ist. Da. So. Da, das kleine Ding hier. Ich ding dich auch gleich. Ah, ich muss den Teleporter benutzen. Ich bin übrigens schon wieder ein Level aufgestiegen. Level ist schon Level 7. Ja, sag ich ja. Ich teleportiere mich mal weg. Ja, viel Spaß. Mach doch was dann. Ich suche immer noch einen Schurken. Achso, sag das doch. Ach, schafft er auch alleine. Sag ich dir doch helfen. Mehr. Ja, jetzt dürfen wir unseren ersten Boss klatschen. War gut. Ein wirklicher Boss ist es nicht, aber der ist ja, man brennt ihn einfach mal vor sich hin. Ne? Toto. Sterb! Das tut mir aber leid. Der hat mich down, 13. So, jetzt gibt's hier was Saures. So. Und zwar nicht nur Süßes, wir mal. Wir zähmen ein Pferd. Naja, nicht ganz. Wir haben ein. Die Sterne. Ein Pferd, ein schattenberührtes Pferd, gereinigt, um es unseren Reihen hinzuzufügen. Wir nehmen Mana Potion, weil wir sind Magier. Wenn wir Schaden kriegen, dann fallen wir sowieso runter. Wow, wir werden hier weg. Oder um, besser gesagt, wie die fliegen. Weißt du? Sprecht mit Sire. Ich hab gleich übrigens das Intro durch. Das Intro. Und das, was wir hier gerade spielen. Ja, er eilt wieder vorweg und Arthur kommt gar nicht hinterher. Ja, aber ich auch gleich. Öffne auch mal ganz kurz. Shade of Regulus. Geht ein bisschen schneller. Yeah. Müssen wir machen. Reinigt Schattenmord das Pferd. Achso. Wir reinigen. Jetzt stinkt es nicht mehr. Super, jetzt habe ich so einen blöden Gaul bekommen. Jetzt müssen wir mal zurückreiten. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn da fehlt ein Scheiter. Ja, Karwin werden wir auch nochmal wiedersehen. Ich kann die Quest nicht abgeben. Hast du, Samu, du musst nur zurückgehen. Nein, mein Inventar ist voll. Warum haben wir... Ach, Atta. Ja? Du hast mal wieder... Die Gruppe... Oder was heißt mal wieder? Wir haben ganz vergessen, dass die Gruppen hier standardmäßig auf öffentlich stehen. Ja, lass noch mitlaufen. Okay. Aber ich will nicht. Darf ich jetzt den großen Bösen angreifen? Juhu! Bam! Stirb! Die Gruppe wird privat. So, zufrieden. Arthur, was musst du machen? Ich muss mein Pferd reinigen. Ja, komm mit. Vor allem, er sitzt auf seinem Pferd und sagt, komm mit. Ja. Ich beschütze dich, Schmutzholz. Germanischer Waffenständer. Nee, gegnerischer Waffenständer, nicht germanisch. Ja, ja. Hier da vorne. Wir müssen irgendwo Gäule stehen. Hier links. Von mir. Hier. Einfach nur hingehen. Fähigkeit benutzen.
Und ich kümmere mich um den Trollo hier. Und damit reizt jetzt die Base. Ja, jetzt nicht mehr, es muss ein neues wollen. Oh, da glitzert was. Ein Buch! Noch drei Stück und dann habe ich das steht auf glitzernde Sachen, ja. Ja, noch drei Stück und ich habe halt Beispiel auf Book of Raw. Passt doch. So, dann suchst du den nächsten Gaul. Diese Fliege hier überall. Beide Skins noch nicht. Hm? Ja, ja, ich suche einen. Ah ja, genau. Hier wird alles wunderschön in Tutorial-Videos erklärt. Hier geht's um die Seelen. Da es aber sowieso zu leise ist und wir das schon kennen, also ich zumindest, habe ich das jetzt mal abgebrochen. Nein, er hat jetzt auch einen Gaul. Zuhören. Ja, ich stand halt dein Maul. Ich meine, das kannst du auch machen, ne? Journey well. Noch mal ein bisschen aufräumen hier, das Inventar. Port Cyan Bay. Ja, können wir auswählen. Ah, good to see you. Back. Best of luck. So. Mit E. Jetzt kommen wir zu einem anderen, ganz praktischen Part bei Rift. Halt er viel? Nee. Man kann Mobs schlachten und dabei eine Quest starten. Einfach mal so. Das sind diese lästigen Quests, die man sonst hat. Renne los, töte so und so viele davon. Kann man hier einfach ja, on the fly machen. Losrennen, erledigen, weitergehen. Also das find ich dann, oder fand ich damals schon eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt natürlich zwei Level über denen, die hier rumlaufen. Das sind ein paar Leute. Das macht es jetzt ein wenig einfacher. Kann ich jetzt schon hier weg? Oder wäre ich schon von der Insel fertig? Ja. Muss nur noch Regulus platt machen. Genau. Also, hier ist jetzt so ein Riss. Darum geht das. Die gibt es auch über Tellara überall verteilt. Tellara ist die Spielewelt. Und der erste Teil der Spielewelt. Genau. Und ja, dann wollen wir mal. Man muss halt so ein paar Viecher hier killen und ein paar schleimige. Und dann. Es gibt verschiedene Rissarten. Das ist jetzt zum Beispiel ein Todesriss. Hier gibt es Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und wir haben halt Phasen. Wird der da oben steht, wo mein Ausfall gerade ist, bei der 1. Der ist natürlich jetzt einfach gehalten. Na los, komm, Herr Krepp an. Hau den Skeptik rauf. Immer schön auf die Nase. Stirb, Skeptiker, stirb! Jo, damit haben wir das geschafft. Phase abgeschlossen, der Tyrann. Und jetzt kommt. Wo sind denn die Embers? Ach, auf der anderen Seite. So. Reden wir mal mit Ohren. Ja. Hallo, Arthur. Thank you for your assistance. So, wir können. Hast ja. du das? Musst du jetzt noch diese Dinger zerstören hier? Was Arthur? Für Dinger hier? Hast du noch diesen Hammer rechts bei dir? Nein, nein. Und das hat Regulus. So. Das mit ah, good to see you. Basta, Bruder. Der beleidigt hier in meinem Let's Play. So. In einem anderen Let's Play, aber nicht bei uns.
So, jetzt müssen wir ein paar, paar Hotten da platt machen. Das ist eine tägliche Quest. Das ist eine On-the-Fly-Quest. Ja, ich sehe jetzt das Runde 2. Und diese Risse können auch mal zufällig dann auf der Welt auftauchen. Weil die tauchen auf. Die tauchen zufällig auf, ja. Da gibt es dann Zufallereignisse jeglicher Art. Auf Regulus! Für die Horde! Nee, für Sturmbucht. Nee, für Sanktrum, so heißt es. Sturmbucht kommt erst später, Tempest Bay. Das kann ich auch würfeln, das ist gerade ein Ladebildschirm. So, hier muss ich irgendwo noch die Dinger löschen. Ich bin schon so hoch im Level, dass die mich gar nicht sofort angreifen. So. So, jetzt sind wir im Silberwald. Ja, wir fordern hier ein Geschenk ab. Dann kriege ich eine Belohnung. So. Das ist jetzt hier das Ende vom Start. Jetzt ist das Spiel normal laufen. Hier haben wir so ein paar Quests. Hier kann man beenden. Wählt eine Belohnung aus. Können wir aber gerade nicht, weil. Doch, wir haben hier noch Platz. Kann sich angucken, was man so kriegt. Ist immer so ein Schwert oder mal ein Stab hier, was haben wir hier. Oder eine Zweihandachse, die können wir zum Beispiel nicht benutzen, weil Krieger prima List. Wir können aber zum Beispiel jetzt hier Maria Schurke oder Krieger kann diesen Stab hier benutzen, das Schwert benutzen. Ja, man muss halt mal vergleichen. Im linken Fenster seht ihr, was die Sache macht. Rechts ist ausgerüstet. Wenn ihr ein bisschen rechts runter guckt, da seht ihr beim Gegenstand ersetzen, ändert folgendes. Schaden plus 1,7 die Sekunde, gibt ein bisschen Intelligenz, kann ich auch gebrauchen, weil ich kann nicht sprechen, und auch Zauberkraft. Wir nehmen ja aber mal. Ja, seht ihr die drei Grundberufe? Der Sammler und Minen und Ja, während jetzt hier die brennende Raserei erhöht die kritische Trefferchance eurer Fähigkeit um 4%. Und wir können jetzt auch andere Sachen machen. Das war das. Bergbau und schlechter? Nee. Das sag schon. Wie heißt es denn? Mann, das Junge. Ja, ich wieder Autoverteilen gemacht. Ja, ich bin auch der Trollo. Ja, ich hab die ganze Zeit Autoverteilen. Na ja, gut, am Anfang ist es eh egal, wenn ich jetzt noch zurücksetzen will. Ja. So! Achso, wir müssen ja mit der Vigile noch reden. General, hier muss es doch sein. Ah. Track. Hier, ja. Da. Track Plans. Ja, Apro? Also. Nix? Achso. Anders als bei den meisten. MMOs kann man hier auch einfach alle Ressourcen gleichzeitig tracken, also verfolgen. Und von daher muss man sich nicht entscheiden, will ich jetzt gerade die Bergbauquellen suchen oder die Pflanzen. Man hat drei Berufe, die man wählen kann, das heißt zwei Nebenberufe, also zwei Grundberufe zum Sammeln und einen Hauptberuf sozusagen. Da die sich immer so ein wenig ergänzen, muss man das so zusammen wählen. So, wofür ist es denn das Holz? Wie ihr es gerade bei mir gesehen habt, ich habe jetzt hier gerade einen Freveler-Zerstörer umgeklatscht und ich habe sofort eine Quest bekommen. Ja, das, was ich meinte. On the fly. Genau. Finde ich auch sehr gut. Und
wenn ihr hier so am Rumlaufen seid, immer mal ein bisschen genauer gucken. Ihr könnt mal auf dem Boden so glitzernde Steinchen sein. Das sind Artefakte. Und es gibt zusätzlich, was auch sehr interessant ist, noch Minispiele auf jeder Map. Ja, also Geheimnisse. Genau. Das heißt, da muss man Rätsel lösen, die Kisten verschieben in der richtigen Reihenfolge oder Knöpfchen drücken in der richtigen Reihenfolge und so weiter was. Sehr spannend. Werdet ihr vielleicht auch noch sehen, wenn wir schnell genug sind. Aber mit Arthur und Ledig und mir ist Gillis in der nächsten Aufnahmesession sollte das schon rocken. Oh, Level Up. So wieder. Wieso ist Blendig schon Level 9? Ja. Er läuft einfach vor uns weg. Naja. Er möchte nicht. Weit bin ich gar nicht vor euch. Ich bin Level 7 nur. Du bist Level 9. Ja, ich meine questtechnisch. Ach ja, genau, da muss ich hin. Wollen wir vielleicht da liegen? Immer irgendwelchen Schnickschnack, wenn man hier looten kann. Und wie gesagt, das Schöne ist, man kann, das habe ich eben auch nicht mehr daran gedacht, man kann die Sachen ja jederzeit verkaufen, man muss sie gar nicht wegschmeißen. Und vor allen Dingen mit nur einem Knöpfchen. Und damit haben wir es abgeschlossen. Das ist dann Merci Glut aus. Flammenmaulglut. Die sind da oben. Wie auch natürlich in jedem Spiel. Du hast es doch hier. Wenn wir mal hier vor sind. Und zwar. Hier, das ist kein Stargate oder so. Das ist falsches Genre. Aber hier gibt es Tore. Da kann man einfach sich mit dem Portikummeister unterhalten. Und dann kriegt man eine Quest. Da sehen wir erstmal die Karte. Ja, und beim ersten Mal kriegst du eine Quest. Genau. Da musst du ihn einfach nur mal anquetschen. Und dann bekommst du den Skill Seelenrückruf. Und da kann man dann einfach sagen, bindet meine Seele. Das kostet natürlich ein bisschen Geld. Wir haben 14 Gold, das kostet 3,5. Nehmen wir. Einfach mal so, just for the lulz, aber es können. Und dann können wir hier erstmal wieder ein paar Quests abholen. Ja, mal so im Kreis gehen. Das hier sind wiederholbare Quests. Sieht Risskreaturen im Silberwald 10. Nehmen wir aber mal an. Ja, also leveltechnisch sind die schon sehr nett hier, gemacht, die ganzen Sachen. Man kann ja sehr schnell leveln, effektiv leveln. Weil man halt immer wieder irgendeinen Schnickschnack an den Backe gequatscht bekommt. War denn nochmal der Rift Shop auf welcher Taste? Einfach unten links auf den Einkaufswagen drücken. Gab's aber auch einen Knopf für. Die normale Testen durch, ich weiß jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ich glaube U, ne? Nee, O? Nee. Irgendwo hier oben im oberen Bereich. Wie war es nicht? Drück doch mal Sternchen-Taste. Schon wieder geschenkt. Ja, englisches Tastatur-Layout. Ich, So. Können wir hier wieder ein bisschen was kaputt machen? Wollen wir es nur 6 Stück kaputt machen? Oder die auch noch kaputt? Na, haben wir schon. Lass mich in Ruhe. So, gehen wir mal irgendwo hier hin, wo wir verkaufen können. Da. Sell Grey Items. Und schon ist das Inventar aufgeräumt. Noch die paar anderen Items, die lame sind, verscherbeln. Und damit könnt ihr auch nicht einfach irgendwelche Sachen aus Versehen verkaufen, sondern wirklich nur die grauen. Ja, aber praktisch genug. Arthur, bekommst du die Flammendinger auch? Ja. Sauber. So, hier haben wir Autosort Bags. Na komm. Er sortiert jetzt natürlich in die falsche Richtung. Und da vorne ist der letzte. Machen wir das nochmal neu. Also nochmal komplett neu. So, damit haben wir die erste Quest hier abgeschlossen. So,
Da haben wir sie alle. Na, ist noch dein. So, helfen wir mal Arthur, damit er nicht, nicht zu lange aufhalten muss mit den Viechern. Nur United, we stand, sind wir stark. So, da wieder locken. Jetzt gehen wir hier noch die Quest beenden. Jetzt wird der Wächter. Genau. Ja, komm. Inspirieren wir dich. Komm. Für die Horde. Komm. Immer noch falsches Spiel. Ja, ich weiß. Haut die Skeptiker. Besser? Nee. Du bist ein Omni. Oh nein, auch falsches Spiel. Hör mal, du bringst die ganzen Spiele irgendwie ein bisschen durcheinander. Kann das sein? Ich produziere gerade ein Crossover, weißt du so? Oh Gott. Von allen so etwas, ne? Oh, hier ist noch eine Quest. Hoffentlich das Beste aus allen und nicht das Schlechteste. Ja, Omni, hallo? Keine Ahnung. Hast du mal das Bällig gesehen? Nee. Komm, geh in den Kampf. Lauf. So. Können wir mal hier was abgeben? Damit der rechts die... Das obligatorische Blinzeln für einen Magier, das fehlt hier allerdings. ja, wir können hier erstmal nichts annehmen. Weil unser Inventar voll ist. Dann warten wir mit dem Abgeben. Mhm. Drückt mal die Sterntaste, die ich ja nicht nutzen kann. Haha. Ja doch, aber ich weiß mein Pendant gerade nicht. Auf dem englischen Layout. Schenken wollen wir nicht, warte, wo war denn der Knopf? Ach genau, aber hier drauf drücken, genau. Graue Gegenstände und. Hopp. Ich sag ja, Karvin sehen wir nochmal wieder. So. Toll. Kann man irgendwas wählen, weil was eh nicht mehr. Neuer Stab. Ein bisschen mehr Spell Power. Ja, der Mana-Trank. Da ist ein bisschen so. Grünzeug, was wir sammeln können. Ich nehme auch mit. Gibt eine Verbesserung, es verschlechtert uns sogar noch. Gucken wir mal, ob wir was Neues anlegen können. Aktuell, ja. Der gibt uns ein bisschen mehr Intelligenz oder ein bisschen mehr Zauberkraft. Ein bisschen mehr viel Zauberkraft. Oh, Stein der Leere gesammelt. Ja, was haben wir sonst noch hier? Getränke bündeln. Ich hab jetzt keinen Durst. Durst. So, was muss ich jetzt? Ah, weiter ins nächste Gebiet. Doch, rennen wir mal. Achso, und ich habe dieses komische Viech angelegt, was bis Level 20 hilft. Das Trinket. Das gibt's auch noch mit 5%. Aha, na gut. Das müsstet ihr aber auch haben. Merkt den Sperr des Lichtes in Flammenmauls Position. Position? Nee, Phantom, Position. Hüpft doch darüber. Ah, hier waren noch ein paar Flammenmaul-Gus knacken. Ja, los, werf. Great son, an ascended. Du sollst werfen. Ein Gürtel. Wir haben einen Gürtel. Natürlich nicht so. Jetzt rutscht die Hose nicht mehr. Ach so, warte mal, wir haben eine Robe an. Ha? Passen. Good luck. So, jetzt seht ihr hier wieder neben den Mobs dieses gelbe Zeichen da stehen. Unten in der Ecke, in der Beschreibung, Carnage. Das sind dann die Kill bestimmte Viechermissionen. Die werden automatisch angenommen, wenn man das erste Viech dieser Sorte killt. Hier auf den hier. Und dann muss man eine bestimmte Anzahl umlegen. Vielleicht noch eine Kleinigkeit hinzu. Hier müssen wir noch die Nester zerstören. Eule, greif an! Ach so, so eine Eule ist das nicht. Da wäre noch ein Relikt. War mal ich wieder völlig, völlig falschen Stelle. War nicht falschen, ist auch wieder völlig falsch. Tür tot! Aber.
Nach dem Sterben ist man meistens tot. Aber nicht, wenn man Resurrection benutzt. Im Auto. Trotzdem warst du dann erst tot. Na ja. So. Komm her. Auch lustig, wir bekämpfen gerade Feuer mit Feuer. Ja, vielleicht ist hier das doch zu heiß. Nee, hier ist so ein Feuerelementar gewesen. Da haben wir einfach mal locker flockig einen Feuerball draufgeschmissen. Friss den Stab. Klatsch. Ja. Nur hier nehmen wir die Pflanze wieder mit. Nichts mehr. Stirb. Sauber. Oh, Quest abgeschlossen. Hier ist einfach klicken. Ja, man sieht ja, was wir kriegen. Und auch nicht Bekanntheitsgrad, steigen wir und so weiter. Und beenden wir einfach. Ja. Brauchst du noch welche, Arthur? Ja. Wie viele? 3 Stück noch. Ja, machen wir doch schnell. Ah, da haben wir die Hive Wars. Hier, was ist noch welche? Auch killen. Zählen die? Ja, ne? Wollen wir den mal ran? Warte mal, der hat doch mal was gezählt, glaube ich. Doch, der hat gezählt. Nichts gesagt. Musst du sie mal kurz hier rüber? Oh, hier ist ein Drache. Ja, das ist der. Der Typ, wo du den Pfeil drauf schmeißt. Speer. Echt doch. Ist das selbe? Ist alles das gleiche, ja. Ist spitze, oder? Level 10. Quest abgeschlossen. Ja. Quest abgeschlossen. So, müssen wir hier vorne noch hin. Ja, wir haben noch irgendwas. Ach, hier, wie Fiole sammeln. Nein, wir wollen jetzt keine Instant Adventures machen. Okay. Instant Adventures, ja. Da könnt ihr eigentlich die ganzen Quests, die ihr im Normalen macht, auch nochmal machen. Oder müsst die machen, um dort vorwärts zu kommen. Ihr seid dann normalerweise aber immer in einer Gruppe und könnt dadurch dann schneller vorwärts kommen und kriegt, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung oder sowas, ne, Alter? Mhm. Ja, mit diesem Mentor-System ist es auch richtig gut. Ich rede nicht von Mentoren, ich rede von Instant Adventures. Ja, aber mit dem Mentorensystem ist es auch gut. Wenn du einen Heidscher in der Gruppe hast, der dich dann halt lehrt, kriegst du auch schnell Erfahrungspunkte. War nur eine Anmerkung, dass man wegen Level halt. Ein B war's. Ein fetter Stab in der Kiste. Wir nehmen dich, wir haben eine Dame anwesend. Und? Ich musste gerade an diesen Popcorn-Witz denken. Wisst ihr, wenn ihr ein Mann Popcorn-Eimer auf dem Schoß hat und die Frau reingreift, daran musste ich gerade denken. Okay. Und ich meinte einfach nur. Ach, ist egal. Dann halt nicht. Ja. Mir doch egal. So, dann gehen wir jetzt die Quest hier noch ab. Und holen uns diesen schönen Stab. Eine schicke neue Robe und einen Zauberstab. Und nehmen die nächste Quest an. Und sind schon wieder voll. So, aber bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich mal sagen, machen wir an dieser Stelle mal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall was Nettes da. Wir würden uns freuen. Schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung, dann findet ihr auch den Link zu Blendig oder zu mir, je nachdem, wo ihr es gerade seht. Arthur und unsere weibliche Begleitung nehmen ja nicht auf. Aber könnt ihr wenigstens mal Blendig oder mir rüberschauen, gucken, wie wir so rumalbern und failen. Oh, und ansonsten habt einen wunderbaren Tag. Ciao. Bye, bye. Ciao.